aber so Damensitz, wo man immer so... Ja, das ist, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Staatsoperette zu Dresden. Sie befinden sich jetzt in einem exklusiven Internet-Content. Mein Name ist Internet Böhmi, da ist Internet Ralf und unser Internetgast Internet Moritz Neumeier. Und hier sind außerdem noch viele gut gelaunte Dresdnerinnen und Dresdner oder Leute, zumindest die in der Staatsoperette waren, bei der Neo-Magazin-Aufzeichnung, die jetzt, aus welchen Gründen auch immer, hier geblieben sind, zu unserem ersten großen Neo-Magazin-Werkstattgespräch. Einen kleinen Werkstattapplaus, bitte. Klein, ja, zu viel. Eher so ein, ja, so ein... Und ich muss ganz kurz vielleicht vorweg erklären, warum wir uns gedacht haben, wir machen das. Also zum einen sind wir zum allerersten Mal in der Geschichte unserer Sendung überhaupt rausgefahren. Natürlich war ausgelöst diese ganzen Chemnitz-Sachen und wir haben dann gedacht, okay, ey, ganz ehrlich, so langsam, ey, ist das doch bescheuert, sich das immer anzugucken. Wir sind immer in Schwierigkeiten, uns Witze zu überlegen, die treffen, die richtigen Punkte. Und auf der anderen Seite aber auch, können wir nicht ignorieren, dass natürlich Sachen so scheiße sind hier, dass man eventuell mal manchmal durch den Witz hindurchgehen muss. Und ist wie bei einer Massage, wo es wehtut, muss man besonders fest draufdrücken. Hm. Ist so unsere Strategie. Und deswegen haben wir gedacht, dann bleiben wir nicht in Köln, sondern kommen hierher. So. Ja, um auch nicht immer nur Witze über die Leute zu machen, sondern auch tatsächlich mal hinzugehen. Und auch irgendwie. Genau. Also wir sind ja beide so ohnehin Außenreporter erfahren. Hast du schon mal für Fernsehsendungen so Außenreportagen gemacht, Leute verarscht? Ich hasse das. Nee, ich mach das. Ich hasse das auch total. Ich bin das so kacke, da hinzugehen und dann so lange zu drehen, bis man sagt, ja, der war dumm, den nehmen wir. Das ist so assi. Das ist aber so haben wir in den 90er Jahren unser Geld verdient. Das hat jede Sendung gemacht, ne? Ja, du. Wir befragen 100 Leute und zwei sind komisch. Da haben wir Material. Ja, genau. Super. Genau. Also das ist aber auf der anderen Seite das wahre Leben. Also es wird ja nichts forciert oder so. Also es ist natürlich so, dass du auf solche Leute einfach auch triffst. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Leute dahin so gebracht werden oder geprügelt werden, dass sie so antworten, sondern das ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise auch Bestandsaufnahme. Genau. Ja. Ja, die Frage ist, muss man das dann im Fernsehen zeigen, wenn man weiß, was das für einen Effekt hat für die Menschen, die da gezeigt werden? Aber das ist ja die generelle Frage, die für dieses Werkstattgespräch da ist. Inwieweit multiplizierst du mit quasi Medieninhalten oder mit Humor Stereotype, die dann irgendwann quasi kippen und auf die Leute schlecht zurückfallen oder auf eine ganze Region gegen Comedy aufbringen und dann aus Protest Leute AfD wählen, weil die Witze schlecht sind? Und die Frage ist, muss man sich dieser Diskussion überhaupt stellen als Professioneller? Und also das ist unter anderem der Grund, warum wir das gedacht haben, vielleicht eine gute Idee, das zu machen. Wir sind in Zivil, ich schwitze total, es ist total, also alles wie sonst, privat hinter den Kulissen. Okay. Wir haben hier so Mikrofone, die kann man hin und her werfen, die gehen auch dabei nicht kaputt. Ich habe ein Mikrofon kaputt gemacht, als die Kamera schon aus war, ist mir versehentlich diesen teures Sennheiser versehentlich. Weil ich mich in eine Dresdnerin verliebt habe, deren Blick mich so getroffen hat, dass mein Herz die Hand losgelassen hat und dann bin ich jetzt einfach hingefallen. Es war Liebe. Nee, und wieder 500 Euro im Arsch. Genau. Und ich meine, wir versuchen auch so ein bisschen Antworten zu finden, also auf Fragen, auf die es vielleicht keine einfache Antwort gibt, aber zumindest mal anzufangen, darüber zu sprechen, ist, glaube ich, ein ganz guter Ort und jetzt sind wir auch ganz gute Botschafter für was auch immer. Genau, also das heißt also, diese Mikros, die sind jetzt da eingebaut, die kann man jetzt einfach so ins Publikum werfen. Genau. Einmal hier hin. Geht nicht kaputt. Einmal hier hin. Und wenn man eine Frage stellt, ich glaube, man muss oben in das Schwarze, wo das X drauf ist. Also wenn Sie das haben, ihr müsst dann oben in das Schwarze reinsprechen, wenn jemand eine Frage hat, wenn jemand was sagen möchte. Ich würde gerne anfangen mit, die sind übrigens sehr, sehr teuer tatsächlich, obwohl sie... aber also, keine Angst, sie halten was ihr müsst, auf. Haltet es immer nur fest, ihr werdet nicht drangenommen, wenn ihr nicht wollt. Und das ist jetzt, keiner muss die heiße Kartoffel wegwerfen. Aber was ich bin seit Montag hier und bin schon durch die Stadt gelaufen und habe tatsächlich mit dem Hoteldirektor schon zum Frühstück gegessen. Oh. Der mir so ein paar, ja, ich glaube weil er hergekommen ist und mich morgens mal mit mir mal sprechen wollte und mal sagen wollte, pass mal auf. Herr Ibis ist selber gekommen. Dr. Mark Ibis ist gekommen, der Erfinder der Ibis-Hotels, der Ibis-Kette. Und dann hat er gesagt, hier in Dresden, das ist ein spezielles Terrain und man muss aufpassen, aber auch nicht aufpassen. Und das ist alles, es gibt nicht schwarz und weiß und es ist halt eine spezielle Region. Und ich habe gedacht, es gibt viel Gesprächsbedarf. Und ich würde jetzt erstmal die grundsätzliche Frage, die mir nach diesem Gespräch mit dem Hoteldirektor im Kopf herumspukte, an euch weitergeben. Nämlich, wie geht man eigentlich, wir sind Humorprofis, also wir müssen immer schwarz und weiß finden, also im Beruf, im Privaten natürlich nicht, aber sollte man eurer Meinung nach weiter da drauf drücken, wo Alter rauskommt, oder sollte man, ich sag mal, eher Volkstanztruppen im Zittaugebirge belachen, wo man am Ende alle zufrieden nach Hause gehen und happy sind, dass sie geschmunzelt haben gemeinsam. Was ist da euer Ansatz? Die Frage an euch gegeben. Ihr könnt auch
jede Gefühlsregung irgendwie in Worte bringen, wenn es einer. Naja, aber es gibt ja auch. Was sagst du? Du bist nur wegen Ralf da. Ach, guck mal, dann gib den betrunkenen Funktionär der Partei mal direkt als erstes das Mikrofon. Dann hast du auch dein Leben verwirkt, wenn du solche Fanboys hast. Ja, ja. Ja, also, ja, also. Schönen Dank. Ja. Wir machen Witze über das Saarland, über Aspekte, über alle. Das ist unser Job. Und ich sag mal, es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, es kommt nicht viel negatives Feedback zurück. Also es ist schon viel Hass und auch viele Leute, ich weiß gar nicht, sind das denn die Sachsen? Wer ist denn das, der dann da schreibt? Böhmermann, da muss ich aufknöpfen irgendwo. So. Und Schlimmeres. Ist das repräsentativ? Sollten wir uns Sorgen machen? Kann jemand die Sorgen nehmen? Gehen die ersten Hände hoch, sehr gut. Hier, da, bitte das erste Mikrofon mal da vorne in die achte Reihe werfen. Oder neunte Reihe. Oh. So was Gruppendynamisches, ne? So irgendwie so. Genau. Hallo. Hallo. Es ist ein kleines bisschen demütigend, in so einen Plauschwürfel reinzusprechen. Es hat eher sowas von meiner Tochter, das Spielzeug. Genau, es dient der Sache, vielen Dank. Genau, hier ist jemand mit Juso-Erfahrung, der weiß allgemein so. Bürgerdialog ist demütigend und trotzdem Dienst der Sache. Ja, Juso, gut getroffen bin bei den Sozis. Bist du bei den Sozis? Ja, aber seit erst. Ach du Scheiße. Also erst seit einem Jahr. Und, okay. Der Schulzeffekt. Nee, überhaupt nicht. Ich habe Migrationshintergrund, also ich komme aus München. Und wohne jetzt quasi in einem Dorf in Sachsen mit 500 Einwohnern. Und auch wenn es alles sehr spaßig ist immer ist und das Ganze, man muss halt einfach sehen, was dann vorankommt. Also ich kann viele Dresdner, glaube ich, die hier sind. Ich war auch nur einmal bei Pegida, aber ich glaube, es sind auch nicht viele Dresdner. Also ich glaube, jemand, der aus Dresden-Neustadt kommt, der war auch noch nie bei Pegida, wenn er auf der anderen Seite. Und es sind halt auch viele, die aus dem Umland kommen. Und wenn man halt in ein Dorf kommt, wo ich mit Migrationshintergrund München den meisten Migrationshintergrund schon habe, dann ist es halt einfach schwierig, dieses Thema einfach nicht an sich ranzulassen. Gerade wenn man es aus München anders kennt. Also in München 100 Leute Pegida, 45.000 Gegendemonstranten. Und hier ist es anders. Aber du kannst dem auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Also bei uns hatte die AfD in den Erststimmen bei der Bundestagswahl 57% im Dorf. Und was willst du da machen? Also du kannst, deine Tochter geht in den Kindergarten, es ist alles ganz normal. Und es bringt auch nichts, das Ganze nur zu bashen. Also wenn du von oben drauf haust und das Ganze nur in eine Ecke stellst, dann machst du es nicht besser. Also du musst mit den Leuten im Gespräch bleiben. Und es ist halt dieser blöde Sache, wenn, ja, 52, das sind alles Nazis, es ist halt nicht so, ja. Und ich sage jetzt mal ganz doof, ich komme aus Bayern, wenn du die ganze Gastarbeiterwelle nicht gehabt hättest und jetzt quasi die Flüchtlingswelle in den Dorf nach Niederbayern machen würdest, hättest du da auch 50% AfD. Also es ist einfach total schwierig, einfach nicht sich, also wie gesagt, Politik ganz neu, hatte da auch gar keine richtige Lust dazu, aber du musst was tun, du musst dich politisieren, sonst geht halt der ganze Zug komplett an die Wand. Ich habe so als vielen Dank. Ich habe so als ersten Eindruck, also ich habe eine persönliche Geschichte mit Dresden im Speziellen. Also ich war vor 20 Jahren länger und viele Monate tatsächlich in der Stadt und bin als Reporter auch öfter hier gewesen. Und gerade, weil du gerade sagst, Flüchtlingswelle oder Migrationsdebatte, das ist jetzt wirklich ein subjektiver Eindruck. Aber ich komme aus Köln-Ehrenfeld, beziehungsweise da ist unser Studio, bin in Bremen-Nord aufgewachsen. Im Vergleich zu dem, was jetzt hier an so Menschen mit Migrationshintergrund zu sehen ist in Dresden, ist das ist fast niemand, der irgendwie aussieht, als würde er nicht von hier kommen. Also in Köln ist das ein völlig anderes Stadtbild. Also ich, nur subjektiv, weiß ich gar nicht, ob das wirklich ein echtes Problem ist oder man das dann wieder auch aus Medien nimmt, dem man immer vorwirft, nicht korrekt zu sein. Aber warum man ausgerechnet das glaubt, dass das eine Sache ist, die hier speziell hier ein großes Problem ist, das verstehe ich einfach nicht. Also ich laufe durch Dresden und denke so, hier ist niemand außer Asiaten, die aus Bussen gekippt werden und die am Abend wieder weg sind. So, ne? Definitiv. Also wie gesagt, wir haben bei uns im Dorf, also wir hatten so ein bisschen 2016, glaube ich, 7 Flüchtlinge auf eine Stadt mit 5.000 Einwohnern. Und wir haben uns ein bisschen darum gekümmert. Und es ist halt einfach anders, wenn du gerade, ja, Köln, Großstädte, München genauso, ich glaube, 28% Ausländeranteil. Wir haben keine, ja. Trotzdem hast du bei uns 52% AfD. Das kann ich jetzt, es ist schwer zu beurteilen, woher das kommt, aber... Ja, ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, man muss gar nicht herausfinden, woher das kommt, sondern ich glaube, es geht darum, herauszufinden, wie das weggeht. Ne? Also das ist so, ja, weil es nützt ja nichts, sich das anzugucken und seit, ja.
Ich glaube aber auch, also man macht das immer ganz schnell, dass man AfD immer, das verbindet man immer mit Flüchtlingen. Und jeder, der die AfD wählt, ist immer was mit Flüchtlingen. Ich glaube, es ist bei sehr vielen auch nicht so. Denn ist das Flüchtlingsding gar nicht so wichtig. Dann ist es mehr dieses Protest oder weg mit der Elite oder wir mögen die Merkel nicht oder sowas. Man sollte auch nicht den Fehler begehen, AfD immer nur mit Flüchtlingen zu verknüpfen und jeden Menschen, der die AfD wählt, mit Anti-Flüchtlingsbewegung zu verknüpfen. Ich glaube, eine Menge Menschen finden einfach alles scheiße an Politik und denken sich, dann nehme ich jetzt die AfD und dann machen sie das. Also ich glaube, man darf jetzt nicht irgendwie übertreiben und sagen nur, ja, ohne die Flüchtlinge gäbe es die AfD nicht. Die Leute wären genauso enttäuscht und genauso deprimiert, aber es wären vielleicht, klar, ohne die Flüchtlingsgegner wären es nicht so viele zumindest. Ja, aber es ist natürlich schon die Frage, also so, mir ging es vor ein paar Monaten oder Jahren auch noch so, ich habe zum Beispiel die AfD schon relativ lang beobachtet, also so eben auch bei der Heute-Show, auch zu der Zeit, als es noch so quasi Lucke-Partei war, auch schon auf Parteitagen gewesen in Bremen und so, und dann gab es natürlich immer schon die Diskussion, ja, soll man da jetzt schon gleich so diese Nazi-Parallele ziehen oder so, die in die rechtsradikale Ecke stellen, da war man mal vorsichtig und hat gesagt, ja, mal gucken und so, aber du hast ja gesehen, nach und nach, es wird immer rechter. Und jetzt tatsächlich am Montag, das war ja vor ein, zwei Jahren auch noch ein großes Tabu, AfD und Pegida oder sowas, jetzt rennen sie halt mit AfD-Fahnen darum. Ne? Also es verschiebt sich ja tatsächlich was. Und als Humorist spitzt du natürlich zu und bist so gesehen ausgewogene Comedy oder Satire ist Quatsch. Also du musst ja auch Position beziehen und auch vielleicht total ungerecht sein und überspitzen und das auch vielleicht überziehen. Aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, so irgendwie, nein, es ist dann schon manchmal richtig, tatsächlich auch mit einem groben Klotz auf einen groben Keil zu hauen. Oder vielleicht, ne? Ganz kurz, hier vorne war eine Wortmeldung. Hat sich sonst noch jemand gerade gemeldet? Hier vorne habe ich einen Arm gesehen. Können wir einmal den Ball hier schon mal runterwerfen? Ja, oder vielleicht ist es an der Zeit, dass man das entkoppelt. Also dass du quasi das Professionelle, also dass du zur Arbeit gehst und versuchst, eine gute Pointe zu finden, entkoppelst von dem, das merken wir jetzt auch, allein, dass wir sowas machen, weißt du, allein, dass du den Impuls hast zu sagen, ey, wir müssen da jetzt mal hinfahren, anstatt da nicht hinzufahren. Das war ja auch eine Gruppenentscheidung, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das ZDF überreden, das kriegen wir irgendwie hin, jetzt fahren wir da mal hin, bevor wir da immer nur in Köln stehen und Witze machen. Das ist ja auch eine Verbindung von Professionellem und Privatem. Und das ist, allein jetzt sowas zu machen, ist ja jetzt auch nichts generell Lustiges. Vielleicht ist das, was man neu entdecken muss, irgendwie das eigene Engagement. Ganz am Anfang hattest du du hattest die Frage gestellt, warum das hier im Osten so stark ist, dieses ich habe Angst vor Flüchtlingen. Im Westen ist es ja zumindest objektiv betrachtet, sind dort viel mehr. Da wird ganz gerne argumentiert damit, naja, wir wollen aber nicht die Zustände wie im Westen, wir wollen uns jetzt schon dagegen wehren, wo es noch nicht so schlimm ist. Wie gesagt, objektiv betrachtet ist es völliger Quatsch, aber das ist sozusagen dieses Argument einfach, wir wollen das nicht, dass es in Zukunft auch so wird wie dort drüben. Es ist ein bisschen so, was Donald Trump aus Amerika über Europa sagt, wie das hier abgehen würde, was er so in den Nachrichten mitbekommen würde, nur halt andersrum. Also hier gibt es quasi die Legenden, wie es im Westen dann abläuft. Oder? Genau. Und ich meine, das ist halt die Sache, man muss sich halt gegenseitig besuchen und sich das angucken. Also ich meine, genauso wie es halt... genauso wie es halt Quatsch ist, ich habe auch irgendwie 10 Jahre in Kreuzberg gelebt und jetzt auch schon 15 Jahre in Ehrenfeld und da in der Ecke und sowas. Und da ist mir nie was passiert oder so, obwohl da eben der Ausländeranteil so hoch ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, also was so Vorurteile anbelangt, es war schon lustig. Du hast es ja gesagt, ursprünglich war der Dreh mit dir geplant, dass wir für den Dreh jetzt in der Stadt 3 Bodyguards von der Produktion engagiert bekommen haben, ne, weil wir gesagt haben, oh, das könnte hier und hier geht's ab in Dresden. Aber alleine, dass ich jetzt seit Montag hier denke, ich war wirklich so lange schon, ist ewig her, dass ich in Dresden war, aber lange hier, und alleine, dass du die ganze Zeit denkst, dass du dir den Gedanken überhaupt machst, dass es irgendein Sicherheitsproblem gibt. Ja. Ich bin ja nicht der und Einzige. Die Leute waren total süß und lieb und Banane, es war total entspannt. Weil das ja aber auch passiert. Also ich habe ihn vorhin in der Maske gefragt, wie oft er angesprochen wird oder auch bepöbelt in der Öffentlichkeit, und du meinst nie. Noch nie ist mir irgendwie irgendeiner angepöbelt. Also noch nie. Auch bei der ganzen Erdogan-Geschichte. Niemand öffentlich, gar nicht. Weil das wird ja auch normal. Also wird ja auch normal. Dieses Internet-Ding mit, wir machen Hass im Internet. Aber es passiert schon öfter, dass man irgendwie in der Bahn sitzt oder dass ich in der Bahn sitze oder auf Tour bin, Leute mich erkennen und Leute bis jetzt nur verbal mich zusammenbrüllen in so einem 6er-Abteil, aber man zwischendurch auch denkt, okay, reicht ihm das jetzt oder muss er mir in die Fresse schlagen, damit er zufrieden ist? Das passiert ja, dass Menschen dich erkennen und dann dich anfangen zu attackieren. Echt? Dabei muss man jetzt noch mal ganz kurz sagen, also wie gesagt, wahrscheinlich hier in Dresden wusste man, dass es lächerlich ist, da sich so übertrieben Angst, Sorgen zu machen. Ja, ja. Weil die Bodyguards waren eine 50-jährige Frau, die ganze Zeit geraucht hat, ein 18-jähriger
und so ein kleinerer Mittelalter-Mensch. Übrigens, apropos Sicherheitspersonal, dieser Feueralarm, den ihr vorhin gehört habt, ich will jetzt niemandem die Schuld geben, aber ich hab das Gerücht gehört, dass irgendeiner vom... Das war das Team. Dass für einer vom Team irgendwie die Tür aufgedrückt hat, wo der Scherzbold. Und dann kamen nämlich die Montur rein, die Feuerwehrleute, und haben dann irgendwie hier... Ich habe das gesehen, die sahen aus wie Astronauten, mit Helm und sowas. Bavaria One. Ja, genau. Ja, aber alleine, dass man so selber quasi, obwohl man weiß, wie Medien funktionieren, an den ganzen Quatsch glaubt, der so rumpropelliert wird. Ne? Mhm. Und dann stehst du da bei Pegida und denkst so, ey, ganz ehrlich, das ist das jetzt hier? So für so routinierte Rentner, die dann da so irgendwie abhängen. Ja, ja, ja. Und ja, aber dann... Ja, und ich meine, das ist natürlich, tatsächlich, also ich habe ja eben schon gesagt, also ich fand das, eigentlich ist das wahrscheinlich die angemessene Art und Weise, damit umzugehen, die da irgendwie stehen zu lassen und zu ignorieren. Ja, oder vielleicht auch mal zu artikulieren, was das für ein, also wie unspektakulär das ist, wenn nicht irgendwie einer... Gerade da stehen so ein paar Tuppisse da rum. Und wenn da keine Kameras sind, ist das interessiert. Ich weiß nicht, also wie ihr das seht, aber so, ich fand das sympathisch, dass die Dresdner einkaufen gegangen sind und so, haben die da einfach stehen lassen und machen lassen. Und ja, so aber ist das nicht das Gleiche, wie wir machen in Köln weiter unsere Witze und fahren dann nicht hin? Also wird das denn besser, wenn du dann nicht artikulierst und dann nicht dagegen bist? Aber auf der anderen Seite habe ich immer so den Eindruck, das ist so deren Lebenselixier, ne? Also diese Aufmerksamkeit. Also es ist schwierig, aber ich also wie gesagt, ich beschreibe mal so einen Eindruck, wie es mir da gegangen ist. Ja, ja, hey, und hinter Pult auch. Einmal hier vorne rüberwerfen und hier vorne in Reihe immer genau, Ladies. Ladies, Ladies. Und ich würde so wenig wie möglich AfD gerne sagen, weil ich glaube, man muss so ein bisschen versuchen... Also die Idee zumindest ist eine idealistische Idee, dass man irgendwas findet, wo man nach vorne gucken kann, statt immer nur zu überlegen, was scheiße ist. Ich hab's ja wieder in die Falle. Ja. So, hier vorne in Reihe 3. Also ich würde gern sagen, ich habe das Gefühl, dass alles, was in dieser Diskussion gesagt wird, in irgendeiner Form schon mal gesagt wurde und dass wir hier keinen großenartigen Beitrag erreichen können. Und ich finde, das Wichtigste, was ich auch gerne als Appell an das Publikum richten würde, ist, dass... alle anfangen, sich irgendwie konkret zu engagieren und nicht nur zu Diskussionen zu gehen, sondern, keine Ahnung, irgendwie geht in ein Altenheim und redet mit den Leuten, geht in ein Flüchtlingsheim und bringt Leuten Deutsch bei, bringt Kindern, die es sich nicht leisten können, gebt ihnen irgendwie kostenlos Nachhilfe, ihr könnt irgendwas verändern, aber nicht nur labern, das fände ich schön. Und ja, das wollte ich sagen. Ja, vielen Dank. Ja, da vorne. Hinter dem Pult. Hinter dem Pult, genau. Ich habe so eine Statistik gelesen, dass in Leipzig, der großen Messestadt Leipzig, nur 12% des gesamten Immobilienbesitzes der Stadt in der Hand von Ostdeutschen ist. Mhm. Und 88% der Immobilien, irgendwelche Investmentfirmen aus dem Ausland oder aus dem Westen, die dann damals einfach gesagt haben, ja, geil, mehr Familienhaus. Da war ich 20 Jahre und dann ist es meins. Nur mal, ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, aber... Es ist so eine blöde, wer war das, wo war das? Ja. So ein bisschen so eine blöde Bemerkung, aber auch das, keine Ahnung, von den Staatsanwälten, die irgendwie hier sind, kommen die meisten aus dem Westen. Und oben Leute, die sagen, ja, so ist es halt, die kriegen es alleine nicht hin. Und unten hast du dann Leute, die sagen, ja, ihr lasst uns aber nicht. Aber man denkt ja, wenn ihr so aussieht, lassen wir euch auch nicht mit Baseballschlägern und so. Ne? Also das ist so eine Lücke, die von oder so ein Unverständnis von beiden Seiten, was total auffällig ist. Sorry. Bevor ich ganz ernsthaft was sage, hier unten ist so ein Knopf unter dem Pult. Was macht der? Genau. Komm mal zum wichtigen Ding. Schleudersitz. Genau. Nee. Möchtest du es wirklich wissen? Eigentlich nicht. Ja, okay. Es ist auch total banal. Zu dem ganzen reden. Thema ignorieren, das ist natürlich klar, das ist sicherlich eine Strategie, aber ich lebe auch in Dresden, ich erlebe Kommilitonen und Kommilitonen zum Beispiel, die einfach nicht so aussehen, als wären sie von hier. Und für die ist das eine ganz beschissene Option, weil die können das nicht einfach ignorieren. Die sind Ziel von verbaler, körperlicher Gewalt. Und die würden sich, glaube ich, wünschen, dass andere Menschen ein Zeichen setzen dagegen, dass dort eine Gruppe von Menschen rumläuft, die pauschal eine andere Gruppe komplett als Dreck bezeichnet, aufgrund irgendeines Merkmals. Meinetwegen, weil sie nicht aussehen wie drochische Dresdner. Ja, aber dann würde ich gerne wissen, warum ist da eigentlich nichts mehr? Also ich kann mir vorstellen, also ist man da ermüdet oder warum habe ich das da vorgefunden? Ich meine, das waren schon irgendwie dann 600 Leute oder so. Du hast schon erzählt, dass da dann so Leute, die so ein bisschen anders aussahen, sich in die Seitenstraßen weggeduckt haben und da so ein bisschen weggeguckt haben. Weißt du, diesen Gesichtsausdruck, den man
vielleicht, wenn ihr aus einem sozial schwachen Stadtteil kommt, den man so kennt, wenn man so, es gibt so bestimmte Hotspots, wo man dann weiß, man muss ganz bestimmt gucken, damit man nicht angequatscht wird. Ja, man geht außen rum. Ich sag's immer wieder als Gag, aber es stimmt wirklich, Fegesacker Hauptbahnhof, da gab es eine bestimmte Körperhaltung, wo du genau wusstest, wenn du das nicht hast, dann wirst du angesprochen und bist zu auffällig für die rauchenden 17-Jährigen, die da irgendwie gerade stehen und Zigaretten haben wollen von dir, obwohl du keine hast. So, ne? Ja, aber warum ist das so, wie ich es halt vorgefunden habe, dass da eben die da stehen mit ihrem LKW und keiner macht? Also, das war ja mal, glaube ich, auch anders. Ne? Also, warum wird dann jetzt nicht mehr dagegen protestiert? Also, was ist da passiert? Am Montag war gar nichts. Ja, das ist doch, am Montag war was. Bitte? Am Montag war was. Das war ein Gegenprotest, es gab sogar eine Blockade. Als sie losgelaufen sind. Ich war am Anfang da, ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht die ganze Zeit durchgehalten. Mir war es dann irgendwie auch zu doof, was sie die ganze Zeit erzählt haben. Late Night Shopping. Und da war halt am Anfang war nichts. Ne? Deswegen. Nee, es gab eine Gegendemonstration und da waren auch immer total viele Polizisten. Er kennt die Antwort, glaube ich. Ja, okay. Entschuldigung, ich wollte nur dazu sagen, also, dass natürlich, wenn ihr jetzt so hierher kommt und sagt, das ist alles so, die Leute parallel einkaufen gehen und so, es war natürlich sehr, sehr anders. Also der Beginn, wenn da 25.000 Leute mit Deutschland fahren durch die Stadt ziehen, das war schon irgendwie ein Hammer. Also, und es hat die Stadt gespalten. Und es ging einfach eine Riesenwelle vor allen Dingen darüber los, wie man sich dazu verhält. Und das waren ja die Schritte, dass die Politik und so null aus dem Knick kam, bis mal etwas passiert ist, was sich dazu verhalten hat. Und das war wirklich ein Problem, also einfach in dieser Stadt. Und deswegen, die erste Frage war, ob man dem mit Humor oder wie man da draufhaut oder nicht. Ich finde es total gut, dass gerade Dresden da auch ein bisschen von euch irgendwie einen abkriegt, weil ich es als berechtigt empfinde. Und hast du nicht das Gefühl, dass das kontraproduktiv ist und es immer schwerer fällt, sich dann bei Leuten, wo du merkst, die sind so ein bisschen, da kommen dann so Wörter, so diese Schlagwörter mal reingerutscht und Migrant und Fachkräfte, weißt du, was diese Sprache, die so langsam sich aufsaugt mit so anderer Bedeutung, als sie eigentlich gedacht war, dass die Leute dann eher von solchen Witzen. Aber ich finde, da muss man irgendwie, also die Menschen hier sind ja auch, oder was ich gut finde, sehr stolz auf ihre Stadt, aus der Geschichte und aus vielen Dingen. Dann muss man sich diese Kritik irgendwie annehmen und damit irgendwie umgehen. Aber mein Gefühl war immer so, wirklich so der ganze Westen, aus dem ich auch komme, die Leute haben halt am Anfang immer gedacht, Dresden, das ist echt am Arsch der Welt, was ist da los? Und da wurde einfach drüber gelacht in Deutschland, was hier los ist. Ganz kurz, da muss man eine Sache, die ein totales Phänomen ist. Wir sind also mit 80 Leuten hierher gefahren und ich glaube, jeder Zweite hat gesagt, ey, das ist ja unglaublich, wie weit das weg ist. Also selbst von München, das weiß auch, glaube ich, keiner. Also ich weiß als Kölner, ich bin in Bremen geboren und in Köln wohne ich jetzt seit über 10 Jahren und du weißt, als Kölner weißt du, wie weit es nach München ist, du weißt, wie weit nach Stuttgart ist, du weißt, wie weit es nach Berlin und sogar nach Kiel oder so. Aber das ist nach Dresden. Fünfeinhalb Stunden mit dem Zug, ihr seid 7,5 Stunden mit dem Bus gefahren, einige, und selbst von München, ich komme von München hierher, da war ich am Montag, hat es 6 Stunden gedauert, hierher zu kommen. Das ist wirklich weit weg. Ein Leipziger wird darüber anders sprechen, der wird sagen, Dresden ist ganz schön nah. Nein, aber so die Perspektive, das ist nicht nur eine weite Entfernung innerlich, sondern es ist auch weit weg, und ich frage mich immer infrastrukturell, ist das hier eigentlich so, warum geht es nicht vielleicht besser angebunden eigentlich? Gibt es nicht eine Schnellstrecke vielleicht, dass man. Oder ist da ein Berg dazwischen, dass man von Frankfurt schneller nach Dresden kommt? Man muss über Fulda fahren oder so? Da ist schon eine Autobahn. Soll gebaut werden, glaube ich. Ja, aber es dauert so lange. Sorry. Wir können vielleicht auch den Würfel, ich meine, ich glaube, du hast ihn jetzt. Da hinten ist auch. Aber denk doch mal an die Leute am Rand, dass sie auch mal so ein bisschen was. Da hinten zum Beispiel sehe ich eine Frau. Und wenn ihr, wie gesagt, fühlt euch frei, wenn ihr keinen Bock mehr habt, könnt ihr einfach gehen, tatsächlich. Es kann nur sein, dass wenn ihr früh geht, dass ihr einfach noch mal einen Witz mitbekommt. Ihr Schweine da oben, ehrlich, ganz wirklich. Also wirklich, ist schon okay, ja, Babysitter. Nee, geht ruhig, alles gut, alles gut. Nazi-Pakte! Jetzt hör doch auf! Moritz, Vorsicht. Das ist du willst die Wahrheit nicht hören! So, ich glaube, du hattest eine Frage. Genau. Hey, Würfel. Hört man das? Ja, man hört es. Cool. Das sieht total blöd aus, fühlt sich auch blöd an. Ich habe mir auch eben sagen lassen, man muss den gar nicht so vor den Mund halten. Also geht auch so. Auf dem Schoß reicht. Auf dem Schoß reicht, ja. Alles klar. Weil wenn man denkt, so Dresden, weit weg, schlecht angebunden, wir sind aus Chemnitz,
Deswegen müssen wir dann auch gehen, weil sonst kommt man nicht mehr nach Hause. Ja, aber ehrlich, wie sind denn die Bahnverbindungen? Wenn du jetzt noch, wann am Tag der deutschen Einheit? 20.50 Uhr fährt. Um 20.50 Uhr fährt die letzte Bahn. Und dann fährt noch einer, der fährt aber dann nicht mehr regelmäßig. Dann fährt einer noch irgendwie 21 Uhr irgendwas und danach ist schlecht. Aber dann komme ich ja auch erst um 11 in Chemnitz an und dann kommt man auch von Chemnitz dann in Chemnitz nicht mehr bis nach Hause. Aber warum? Chemnitz ist aber einfach auch krass. Ich weiß nicht warum, aber wann immer ich nach Chemnitz fahre zum Auftreten, so 20 Kilometer vor der Stadtgrenze, empfängt man kein Deutschlandradio Kultur mehr. Ich weiß nicht warum, es ist nur da so, es ist Abbruch und Rauschen. Was ist Deutschlandradio Kultur, was ist das für ein Maßstab? Chemnitz ist gefühlt wirklich am Arsch der Welt, ne? Ist es irgendwie. Und so hat das eben, so war das am Anfang. Ich komme auch schon immer aus Chemnitz, wo das dann in den Nachrichten war, überall, ARD, so beste Sendezeit, hat kurz echt Spaß gemacht. Das war ganz schnell vorbei dann. Irgendwann ist es dann auch scheiße, wenn man immer die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegt eigentlich. Aber das Problem ist, denke ich, auch für viele dann gewesen, dass man, klar, man hat einmal die Rechten, die kommen auch viel eben aus so aus dem Erzgebirge, aus dem Dorf, ist ja, da kommen die dann da alle hin, dann sieht es so aus, als wären wir hier irgendwie alle rechts und die Leute, die dann zur Gegendemo gehen, sind halt dann viele, die auch von anderswo kommen, dann wirklich die harte Linke. Und es ist ja auch gut und es ist so richtig, dass es da die Gegendemo gibt, aber dann sind halt viele Leute, die eigentlich so in der Mitte sind, fühlen sich dadurch nicht, also haben nicht das Gefühl, dass sie daran teilhaben können. Und so war das auch, ich arbeite dann so im Zentrum, im Shoppingcenter und da denkt dann man, ja scheiße, heute wieder Demo, machen wir keinen Umsatz, denkst du, ne? Also die Leute kommen trotzdem und gehen shoppen und denen ist das dann auch irgendwie egal, weil sie sich davon, glaube ich, nicht angesprochen fühlen. Und dann ist eben schwierig und ich glaube, dann ist es aber auch durch das so, durch die Satire ist es dann vielleicht auch dann wieder für viele Leute eben so krass, dass sie sagen, ah, das ist aber, das ist mir nichts, so. Und die können sich damit dann auch nicht identifizieren und ich glaube, dadurch wird das auch nicht besser. Um so aus so ein bisschen aus dem Erdogan-Nähkästchen zu plaudern, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, also das, was wir so machen, also Satiriker, ist immer noch so, so ein Schritt, erstmal, weil wir wesentlich unseriöser sind als Journalisten, aber eigentlich arbeiten wir ja gleich, wir quasi scannen die Nachrichten, sind irgendwie 24/7 im Loop und Ralf und ich sind, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sind totale so Nachrichten-Nerds, wir wissen, wenn wir morgens zur Arbeit kommen, wissen wir, was in den letzten 24 Stunden passiert ist, damit wir eine Grundlage haben, worauf wir Witze machen können. Und wir können, wir spüren manchmal so den Gegenwind so ein kleines bisschen, bevor Journalisten drankommen, die sich ja, also Pressefreiheit, und da beginnst du dann über Dinge zu reden, die so ganz essentiell sind für eine Demokratie. Und ich frage mich immer, wenn man dann anfängt, Satire unmöglich zu finden, oder? Das ist das unpassendste Backup-Geräusch aller Zeiten. Nee, aber dann, weißt du, wenn man dem so die Berechtigung entzieht, wenn man sagt, ja, jetzt müsst ihr mal ganz kurz aufhören mit den Witzen. Ich habe kürzlich bei so einem Bundeswehrtypen bei so einer nicht öffentlichen Veranstaltung war einer von der Bundeswehr, der sagte, ja, Meinungsfreiheit und so und Satire ist ja schön und gut, aber manchmal, da braucht die Bundesrepublik Deutschland auch mal ein bisschen Ruhe, damit wir hier Sachen regeln können, dann ist die Meinungsfreiheit mal kurz zur Seite. Und das meinte er jetzt in Bezug auf mich als quasi Quatschvogel und auch so mit einem Augenzwinkern so die Erdogan-Geschichte, da haben sie damals die Kanzlerin ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Das ist natürlich eine Haltung, die total gefährlich ist, weil wenn du das preisgibst, dann ist als nächstes ja. Und schreiben müssen Journalisten auch nicht alles, sondern vielleicht nur die Sachen, die dann wirklich passen. Und deswegen ist das tatsächlich so ein ganz, für uns auch ein wichtiges Thema, wo es eigentlich keine Diskussion gibt, sondern eher so den Versuch, eine Lösung zu finden und uns auch nichts Besseres einfällt, als sich hinzusetzen und darüber zu reden oder mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das macht man ja auch nicht alle Tage. Nur als meinen Beitrag. Sorry. Aber es bleibt wenigstens im Kopf. Ist ja auch wichtig. Ja, dass aber du hast natürlich recht, davor mit dem quasi irgendwas machen, das ist natürlich richtig, aber man denkt so, 20 Jahre musste man das nicht machen. Man ist einfach so komfortabel, war alles da und man konnte überall irgendwie bei Kochlöffeln ein Backhähnchen kaufen und die Kohle war irgendwie gut und so, also alles normal. Und auf einmal brechen dir so Sachen weg, wo du immer gedacht hast, das kann doch nicht sein, dass das ernsthaft Leute glauben, dass man keine Fakten mehr braucht oder sowas. Ja, das ist schon so eine Multiplikation, aber noch, also wir haben auch dieses Ignorieren, soll man es vielleicht ignorieren, wir ignorieren seit 1945, dass es noch so viel Rechtsextremismus in Deutschland gibt und dann, wenn es nicht offen zutage tritt, das ist auch dieses Ding in Chemnitz und Sachsen und überall, da ist es offen. Ich komme mal Schleswig-Holstein, ich bin überzeugt davon, das gibt da oben nicht weniger Nationalsozialisten oder Neonazis oder Rechte als hier. In meinem Dorf wohnen 305 Menschen und locker 200 von denen sind auf jeden Fall rechtsextrem und der Rest weiß das noch nicht, weil sie zu wenig Gehirn haben, um darüber nachzudenken. Schleswig-Holstein ist durchsetzt mit Nazis, aber das sind nicht die mit Baseballschlägern und Glatze durch Chemnitz laufen, sondern die machen das im Kuhstall, da hört das keiner, aber es ist dieselbe Meinung und derselbe Dreck in den Köpfen.
Aber es ist dieses, wir ignorieren das. Wir haben das immer schon ignoriert. Das wird jedes Mal schlimmer. Ja, aber diese Label-Diskussion, sind das dann wirklich Nazis oder einfach nur Leute? Weil ja, allein, dass du dich darüber... Ja, es gibt ja gar keine Nazis mehr. Nein, aber du hörst ja sofort auf, Nazi zu sein, wenn da irgendwie der Dönermann ist dann, ach ja, gut, Türken, schwierig und so. Aber da beim Ali, das ist natürlich ein ganz netter. Ne? In deinem Umfeld, wenn da alles okay ist, dann ist... Ja, du bist dann kein Nazi. Du bist einfach ein bisschen kritisch gegenüber dem Mainstream. Du bist identitär, du bist neo-ex-konservativistisch eingestellt. Ich weiß nicht. Also ich frage mich vor allem, wann hört die Analyse auf und wann geht das so? Wann gibt es irgendwie so eine schlaue Idee und vorankommen? Und gibt es überhaupt so eine einfache Idee oder ist das einfach ein längerer Prozess? Zweite Reihe, dritte Reihe. Ich glaube, darin liegt ein Problem, dass man hier Schwierigkeiten hat, Demokratie auszuhalten. Also man kennt das Grundgesetz, man hat jetzt halt 28 Jahre Erfahrung damit, ne? Und das ist schwierig zu akzeptieren, dass andere auch vom Grundgesetz profitieren. Und das liegt daran, dass in der Schule zum Beispiel Politik hierzulande nicht ganz so groß geschrieben wird. Vorher ist Politik 45 instrumentalisiert worden vom Regime, danach instrumentalisiert worden von dem Regime. Und jetzt weiß man nicht, man traut sich gar nicht mehr, Politik in die Schule zu bringen. Und ich glaube, dort liegt ein ganz großes Problem, zumindest für uns im Osten drinne. Zu der Frage, gibt es ein Gegenengagement? Da muss ich mal. Gibt es was? Entschuldigung. Zu der Frage, gibt es ein Engagement gegen Pegida und so weiter, will ich einfach meine Lanze brechen. Vor allen Dingen für die Dresdner Kultureinrichtung. Die haben nämlich vor 4 Jahren die Initiative Weltoffenes Dresden gegründet. Und von denen sind ganz viele jeden Montagabend auf der Straße. Und jetzt in 3 Wochen, am 21. Oktober, hat ja Pegida seinen 4. Geburtstag und da wird es eine große Gegendemo geben unter dem Titel Herz statt Hetze. Jan Böhmermann ist auch schon über Facebook eingeladen worden. Ich habe das schon gesehen, ja. Wunderbar, super Sache. Vielen Dank. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, einerseits solche Aktionen wie hier, dass das ZDF herkommt und eben auch mit den Leuten hier spricht und eben nicht nur aus Köln berichtet. Das wünsche ich mir auch von vielen anderen Sendern. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, eben nicht nur zu zeigen, dass Rechte und Nazis und Rassisten hier auf der Straße sind, sondern dass es viele, viele Leute gibt, die sich eben auch engagieren. Und einfach nur zu sagen, wie die Vorrednerin, die Leute müssen Demokratie hier besser verstehen. Ich glaube, das reicht nicht. Das ist ein Pädagogisieren, weil in den letzten 20 Jahren ja einfach eine Landesregierung jedes demokratische Engagement, auch jedes Engagement gegen rechts sofort als links oder linksextrem disqualifiziert hat und damit Leute auch entmutigt hat. Das ist total. Das meinte ich. Das ist, glaube ich, dieses sprachliche Problem, dass man selber das Gefühl hat, link, du bist ein linker Typ. Ich denke überhaupt, es ist völlig, ich kenne niemanden, der so sehr in der Mitte ist, irgendwie so normal. Es ist wirklich nichts Linkes dabei, wenn du die ganze Zeit denkst, irgendwas ist ungerecht. Es ist eher so, dass du stigmatisiert wirst und selber auch anfängst, darüber nachzudenken, ob das... Du kannst das links nicht annehmen und ist es dann ein Schimpfwort? Ich glaube, man fällt in dem Moment schon rein auf die Spracherosion der Nazis. So, es ist einfach echt ein Trick. Und dann rutschen so Wörter wie Gutmensch erst ins Ironische und wir benutzen das ja auch. Also wie oft wir dann Gutmensch sagen oder linksgrün versifft. Und so normalisierst du so eine Sprache, die total politisch aufgeladen ist und so ein Zweck. Fachkräfte. Jetzt haben die da irgendwie so ein Einwanderungsgesetz, so ein halbherziges organisiert. Und da, am Ende hieß dann, jetzt kommen mehr Fachkräfte nach Deutschland. Du traust dich das Wort Fachkräfte nicht zu sagen. Weil du schon wieder Lutz Bachmann da siehst, der irgendwie rumhöhnt. Ne? Aber Lutz Bachmann ist einfach inzwischen belanglos. Viel schwieriger ist doch, dass es einen Kulturkampf von rechts gibt. Ja. Und da ist Pegida nur ein Phänomen. Und insofern glaube ich, also nochmal danke an ZDF und dich, dass ihr hierher gekommen seid und dass es auch eine Ermutigung ist für die Leute, die sich engagieren wollen. Ja. Also er meldet sich schon die ganze Zeit. Ja, aber er steht jetzt mit dem Würfel echt ohne Scheiß mit dem Würfel schon so lange. Hallo. Ich komme aus Hoyerswerda und bin von dort zum Studieren nach Dresden gezogen, vom Regen in die Traufe, was Pogrome und Demonstrationen betrifft. Okay. Und Gegendemos sind einfach furchtbar anstrengend, wenn sie alle 2 Wochen stattfinden müssen. Deswegen sieht man vielleicht auch nicht immer so viele Leute hier. Und vielleicht auch nicht so sinnvoll. Ich wollte mich, genau das Gleiche, was meine Vorrednerin gesagt hat, wollte ich auch sagen. Vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Es gibt kein überregionales Printmedium, was deutschlandweit
Bedeutung hat und irgendwie aus dem Osten, aus einer ostdeutschen Perspektive berichtet. Deswegen wäre es umso besser, wenn das Fernsehen mit solchen Sendungen so oft wie möglich irgendwo im Osten ist. Und dann kann man hier auch super Witze über diese ganzen Ostthemen machen. Wenn man sie von hier macht, ist das ein ganz anderer Effekt, eine ganz andere Wirkung, als wenn man das von außen macht. Ja? Und dann wollte ich noch sagen, die 57% Erststimmen in einem kleinen Ort, man kann was tun, es ist nur mühsam und aufwendig. Und da sind wir hier in Dresden natürlich irgendwie, da reden wir über eine Scheindebatte. Wir müssen, wenn man da wirklich was tun möchte, vor Ort mit den Leuten sprechen, 1:1, Gespräch für Gespräch. Ich habe das jetzt auch kennengelernt, ich engagiere mich auch politisch in der Lausitz für das erste sorbische Parlament übrigens. Ja, das gibt's wirklich. Und, bist du ein Sorber? Hast du haarige Füße? Ja, und lange Zehennägel. Wenn man den Bauch reibt, hat man haben wir drei Wünsche frei. Ne? Aber es ist wirklich, es ist sehr mühsam und man muss mit den Menschen sprechen und bessere Argumente bringen als die von der Partei, die wir jetzt nicht nochmal nennen wollten. Und das ist ein langer Prozess und das hat lange nicht stattgefunden. Und in der ganzen Hoffnungslosigkeit durch Abwanderung und durch die vielen Umbrüche ist das eine politische Lücke. Unser Kameramann Thomas weist gerade darauf hin, dass du den Würfel so hältst, dass wir die ganze Zeit uns einen Stinkefinger in die Kamera gezeigt hast. Ich wollte das nicht sagen, weil ich es genial fand. Das ist wirklich, also ich finde persönlich, dass man da auf jeden Fall... Ich persönlich finde Dresden super. Vielen Dank. Danke. Ist schon verstanden. Das schon war angekommen. Die Metabotschaft. Ja. Okay. Okay, danke. Ich habe gehört, oben ist auch jemand, der unbedingt was sagen möchte. Er hat mir gerade die Lecke ins Ohr geflüstert. Oh, er hat den ganz oben, da ist der ganz in der letzten Reihe. Ja, aber er hat sie, glaube ich, als Drittes überhaupt ist kein Spaß. Wir haben wirklich Zeit und zwar so, ich muss ein bisschen auf Klo, es kann sein, dass ich mal ganz kurz eben gleich abhaue, aber wiederkomme. Okay. Wir haben wirklich Zeit. Wir bleiben also, ein bisschen. Ne, irgendwann sind die Akkus alle, aber wir haben Zeit. Jeder kommt dran. Ja, also meine Erfahrungen hier sind jetzt, also ich bin jetzt seit 4 Jahren hier mittlerweile in Dresden am Studieren. Ich komme auch aus dem Westen. Ich bin quasi auch ein Wirtschaftsflüchtling, weil es ja einfach günstiger ist zu leben. Mhm. Und es ist weniger ein Ost-West-Konflikt oder ein Rechts-Links-Konflikt, sondern mehr so ein alte Menschen-junge Menschen-Konflikt. Ich meine, das hast du ja jetzt auch selber beobachtet. Es sind ja hauptsächlich alte Menschen auf der Pegida. Ja. Auf den Gegen-Pegida-Demos sind hauptsächlich junge Menschen. Mhm. Und dieses Problem, also dieser Rechtsruck, hat man ja nicht nur in Deutschland, den hat man in Ungarn, Österreich, in Frankreich, in Niederlande, überall. Diese Entwicklung zur Fremdenfeindlichkeit sollte man niemals nur alleine auf Deutschland beziehen, sondern weltweit. Ich meine, USA ist ja genauso. Also die Bereitschaft quasi... Also diese Ursachenforschung sollte man nicht alleine auf Deutschland, auf die deutsche Vergangenheit gucken, sondern auf die Menschheit allgemein, weil es hat man überall. Mhm. Einfach diese Fremdenfeindlichkeit, diese oder beziehungsweise so diese Angst vor was Fremden. Erstmal so ein Gedanke, oh, ist was Fremdes. Ich muss es mal als eine Gefahr identifizieren. So ein Altersproblem. Und das ist eine allgemeine menschliche Wahrscheinlich Geschichte und nicht alles. Nur rein Ost- oder Westdeutsch. Absolut. Also es ist nicht mal nur in Europa, sondern es ist einfach weltweit so, dass alles im Leben durch diese ganzen Computer, durch Handys etc., durch die Globalisierung, alles ändert sich so schnell, so krass. Und Leute, die jetzt geboren werden, wachsen damit auf. Meine Schwester ist so, die ist 14, glaube ich, die kennt das nicht. Glaube ich. Ist es deine Schwester? Die, ja, man weiß ich habe 7 Geschwister, als würde ich die alle irgendwie What? Schleswig-Holstein. Ja, es ist wirklich. 7 Geschwister? Und ich glaube, dass es wahrscheinlich stimmt, dass ältere Menschen oder dass Leute, die jetzt einfach alt sind, Angst haben, dass sich einfach noch viel mehr verändert, dass man irgendwann Geld sich abgehängt wird. Und es ist einfacher zu sagen, jetzt sollen dann aber wenigstens nicht auch noch hier Ali und Ahmed hierher kommen. Weißt du, also ich glaube, ein Flüchtlingsheim brennt einfacher als der Kapitalismus. Wenn du schon nicht verstehst, warum alles irgendwie auf dich einprasselt, warum du das Gefühl hast, oh, meine Rente reicht nicht, ich weiß nicht, ob das Geld für meine Enkel reicht und alles geht irgendwie den Bach runter, dann ist es einfacher, so einen Schuldigen zu finden. Und vielleicht sind junge Menschen viel mehr damit vertraut, die ganzen Veränderungen aufzunehmen und sowieso global zu denken und von, Digi, alles, was ich anhabe, kommt aus 8 verschiedenen Ländern und wurde zusammengenäht von 9 verschiedenen Nationalitäten. Und ich glaube, vielleicht ist es einfacher für junge Menschen zu akzeptieren, dass die Welt nicht zu verstehen ist und viel zu unüberschaubar als für Ältere. Ja, die alten Menschen sind halt in einer Zeit aufgewachsen, wo es noch hieß, in 80 Tagen um die Welt. Und heutzutage ist halt ihren 80 MB pro Sekunde um die Welt. Und das war sehr schlau von dir gesagt. Ja. Und dieser krasse Unterschied. Also du meinst, man sollte älteren Leute sind das Internet die wegnehmen. Ist das so ein Ansatz? Nee, einfach beibringen. Angenommen. Genau. Einfach das Internet beibringen. Hiermit beschlossen. Quasi Internetkurse.
hat quasi Integrationskurse für alte Leute in die junge Welt. Ja, oder Dialog, Dialogforen zwischen, demokratische Dialogforen zwischen alten und jungen Leuten. Das ist aber auch eine Sache, Stichwort, man muss das dann auch machen. Das muss dann irgendeiner organisieren. Da kommt ja nicht irgendwie Angela Merkel und organisierte Demokratieforen. Auch so eine Erfahrung, dass da wartet, da wird keiner, der nicht die Not verspürt, dass was zu ändern ist, wird sich darum kümmern. Und immer dieses Gefühl, die Regierung und der Staat, erstmal, die machen da oben, was sie wollen, aber auch auf der anderen Seite, die machen nicht, was wir wollen. Das ist läuft so nicht, glaube ich. Ich glaube, es gibt da kein Oben und der Staat ist da, sondern ich glaube, Staat ist, das ist jetzt auch Staat hier gerade so, im weitesten Sinne. Wahrscheinlich sind einige von euch im öffentlichen Dienst und andere sind irgendwie Astronauten oder vielleicht sind auch Leute da, die irgendwie Straßen bauen oder Studenten und eines Tages alles von den Sachen nicht machen möchten und Taxi fahren wollen. Aber letztlich ist ja das, ist ja Staat die Zusammensetzung von allen mit Aufgabenteilung und deswegen ist das immer so schwierig, das so ja, zu sagen, da kommt jemand und wird das schon für uns organisieren. Stichwort Aktivismus so und auch unqualifiziert. Ich bin leicht müde schon. Ich kann nur da oben sehen, dass der junge Mann im blauen Trainingsanzug. Ganz kurz, nur aus Fairnessgründen, weil ich habe jetzt gerade schon hier gesagt bekommen, dass die Bänder gleich alle. Aber wenn die aufhören zu filmen, machen wir trotzdem weiter oder wie? Wenn ihr wollt. Klar. Also wenn ihr wollt, mir ist das so. Ja. Die wollen aufhören zu filmen gleich. Yeah. Ganz oben. Also ich würde direkt gleich mal auf mehrere Vorredner eingehen wollen. Und zwar zum Ersten. Es ist absolut der falsche Weg, die Rechten zu ignorieren. Und es gibt auch ganz viele Leute, die sich engagieren, die jeden Montag halt dort stehen. Zum Beispiel Nationalismus raus aus den Köpfen, Herz statt Hetze. und es ist ganz wichtig, halt diese Leute zu unterstützen. Also wir stehen da relativ häufig am Montag, eben auch auf diesen Gegendemos. Und wir haben uns auch gefragt, ja, es ist anstrengend, jeden Montag dorthin zu gehen. Und wir haben uns vor allen Dingen gefragt, was motiviert denn die Pegida-Leute, jeden Montag hinzukommen? Also 1.500 Leute, die sind so motiviert, jeden Montag auf die Straße zu gehen. Warum? Und also, wir können das nicht beantworten, aber wir vermuten, warum die Leute Angst haben. Und die haben Angst vor Veränderungen oder vor irgendwas. Und wir hier, das ist so ein bisschen linke Filterblase, wir haben diese Angst nicht. Also ich könnte ja mal fragen, halt, wer von euch darüber nachgedacht hat, die AfD zu wählen. Es bringt nichts, das in diesem Forum zu bereden, ja, aber sondern wir kurz, müssen die erreichen. Stichwort linke Filterblase. Ich glaube, das ist keine linke Filterblase. Ich glaube, das ist eine Behauptung, dass das links ist, wenn man das Gefühl hat, dass demokratisch irgendwas schiefläuft und man sich... Weißt du, wir sitzen ja nicht hier freiwillig und gerne hier und wollen Werkstattgespräche machen, weil wir denken, wir sind geile Hechte, sondern weil auch wir das Gefühl haben, man muss irgendwas machen. So, und das Beste, was uns einfällt, ist, sich hinzusetzen und es erstmal auszusprechen, dass das nichts ist, was links ist oder wofür man sich schämen muss oder was irgendwie, was man nicht darf. Weißt du, du kriegst auch mal im Internet gesagt, ja, Böhmermann, Kabelka, Neumann, jetzt sitzen Sie da. Warum, weil Sie sind ja keine Politiker. Als wäre das irgendein, als müsstest du eine Politikerprüfung bestehen, um dich politisch zu äußern, sondern wir nutzen halt die Öffentlichkeit, die wir erreichen können, glücklicherweise viel mehr als andere oder Lutz Bachmann oder sowas. Wir haben zum Glück viel mehr Leute, die wir erreichen können, weil wir denken, dass wir das machen müssen und nicht, weil wir Bundeskanzler werden wollen. So. Aber bei Pegida hatte ich trotzdem niemand erkannt. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. All der Hass und da ist nicht mal mein Gesicht hängen geblieben oder sowas. Ich hätte die kleine Tag 24 Beschämt. Schlagzeile Böhmermann von Rentner versucht, geschubst oder so. Ja, aber weißt du, alleine, dass man bereit ist, auch zu sagen, linke Filterblase, es gibt keine fucking Filterblase. Die einzige Filterblase, die es gibt, ist das gesellschaftliche Abseits, finde ich. Und da müssen einfach Leute rein, die asozial sind und nicht verstehen, dass man das nur zusammen hinbekommt. So. Also, außerdem, es ist ein wichtiger Punkt. Also es ist halt, ich glaube, dass die meisten hier nicht links sind. Also es ist ja nicht links, wenn du sagst, ich finde schon, dass alle Menschen Rechte haben sollten. Dann bist du ja nicht links. Man darf sich auch nicht so hindrängen lassen mit, oh, linke Filterblase, rechte Filterblase. Abgesehen davon, jeder von uns bekommt mit, was Pegida sagt. Also ist ja nicht mal eine Filterblase, wenn du den ganzen Scheiß trotzdem dir anhören musst. In der Filterblase muss ich wenigstens mir so eine Kacke nicht anhören wie von der AfD. Warum funktioniert meine Filterblase nicht wenigstens richtig, ey? Ja, ich glaube, das ist eh so eine komische Republika-Theorie, die irgendwann mal so ein schlauer Internetfuchs gesagt hat und seitdem wird das immer wiederholt und alle denken, das stimmt. Das ist ja auch nur so eine Behauptung. Genauso wie wenn irgendwie, was, wedelst du schon wieder, ist schon Schluss?
Wir können irgendwann einfach, also meine Damen und Herren, wenn Sie das, wenn jetzt gleich die Kameras ausgehen, dann reden wir trotzdem weiter, weil es haben noch mehr Leute gemeldet und die Kameras sind gleich aus. Aber ist ja auch nicht schlecht vielleicht. Können wir dann endlich ganz offen reden, ohne dass die das Westfernsehen zuguckt. Packen wir aus. Genau. Man kann ja auch so eine Filterblase durchbrechen. Also eine Filterblase ist ja irgendwie auch selbst gewählt. Du kannst ja, wenn du weißt, du kriegst bei Facebook, das ist immer das beste Beispiel, oh, ich kriege nur noch Nachrichten, die für mich, nur noch so von linken Nachrichten, du kannst ja gezielt nach anderen Nachrichten suchen. Also jeder kann seine Filterblase selbst durchbrechen. Das ist schon machbar. Ich würde ganz kurz, lange die Kameras laufen, noch mal kurz die Hosen runterlassen. Weißt du, das Gefühl, dass du an exponierter Stelle öffentlich dastehst, mein oder unser Job ist Witze machen. Wir sind unseriöse Typen, denen man nicht Verantwortung geben sollte. Aber Leute denken dann, man ist im öffentlichen Forum und man wird dann gehört, was man so sagt. Und dieses Gefühl, dass man sich nicht berechtigt fühlt, sich einzumischen, das geht mir auch total so. Ich denke die ganze Zeit, ich habe nicht das Recht, was zu sagen und alles, was wir machen oder was auch in der Firma gemacht wird, entsteht aus so einem ganz merkwürdigen, nicht ausweichbaren Gefühl der Notwendigkeit heraus, dass das nicht mehr anders geht. Genauso wie man irgendwie nicht einen Typen, der bei Kälte auf einer Parkbank schläft, einfach da liegen lässt, dann ruft man einen Krankenwagen. Und aus diesem ähnlichen, so ein ähnliches Gefühl ist das auch, was uns irgendwie motiviert, Sachen zu machen. Und das Tückische ist, dass die Grenzen immer mehr verschwimmen zwischen dem, was wir eigentlich machen wollen, also Witze und irgendwelchen aktivistischen Geschichten, wo man dann irgendwann sagen muss, das muss man auslagern ins Private oder in ein Werkstattgespräch. Nur aber so viel zum Thema, sollte man sich beteiligen, sollte man was machen, ist man überhaupt berechtigt, Leuten zu sagen, Gruppen zu organisieren zum Beispiel. Wenn man es selber nicht macht, macht es niemand. Die Gruppen warten nur darauf, dass einer sich einen Millimeter bewegt. Und es gibt keinen Anführer dann oder einer, der vorausprescht, sondern es ist oft nur so ein Anstipser, dass einer eine WhatsApp-Gruppe macht und sagt, und jetzt treffen wir uns und gehen entweder zur Gegendemo oder überlegen uns was, um aus der Scheiße rauszukommen. Ganz, so ganz praktische Dinge, die vielleicht auch gar nicht so große aktivistische Sachen sein müssen, sondern so kleine Nummern, die man gar nicht mitbekommt, aber die auch effektiv sind. So, also das. Ja. Und alleine. Ja. Okay. Wo ist der Ball? Hey. Hey. Moin. Ist das an? Ist ja. An. Okay. Zu dem Thema passt eigentlich ganz gut, was ich auch sagen wollte. Und zwar zur Satire an sich. Dass ich es wichtig finde, was ihr macht. Und dass ich es auch sehr gefährlich fänden würde, wenn man sagen würde, wir machen keine Witze mehr über die Ostdeutschen. Also ich komme aus Leipzig und ich fühle mich da nicht irgendwie offended oder so, wenn ihr das macht. Vielleicht ist einfach eine allgemeinere Perspektive an der Tagesordnung. Weil wenn es Witze über einen bestimmten Teil in Deutschland gibt, sind es meistens die Ostdeutschen. Und für mich persönlich ist das kein Problem, aber vielleicht wäre es einfach besser zu sehen, wie der Konflikt zum Beispiel in Westdeutschland gelöst würde, wenn es dort zum Beispiel überhaupt keine rechten Demonstranten geben würde. Und wenn die mal auf die Straße gehen, dass man auch über die berichtet, auch über die Witze macht. Und das ein bisschen ausbalanciert, damit die ostdeutschen Rentner nicht das Gefühl haben, dass sie die Einzigen sind, die da am Pranger stehen. Ja, es ist immer dieses ganze Rumgehacke, also sonst nur die Ostdeutschen oder die Blondinen. Es ist immer am einfachsten für Comedians, die nicht wirklich gut sind, sowas zu machen, wo du weißt, guck mal, wenn ich sage Ossi, dann lachen die Leute. Okay, jetzt mach ich nochmal, was gibt's denn auf Facebook für Ossis erste geile Bananen? Wie vorhin gesagt, also du nutzt das deswegen, weil du weißt, bei Ossis ist so ein Trigger für alle Deutschen, im Westen vor allem, und dann lachen die, das ist schon mal safe. Dann noch ein bisschen was Sexistisches und der Abend läuft, Freunde. Das stimmt, man sollte aufhören damit. Ich glaube aber auch nicht, dass es richtig ist, jetzt zu sagen, dann machen wir jetzt über Westdeutsche so Klischees oder wir machen darüber Witze. Man sollte einfach aufhören mit diesen stigmatisierten Witzen. Ob du nun sagst, alle Syrer klauen oder alle Ossis sind rechts, das ist kein großer Unterschied. Wir brauchen einfach, und das ist nicht mal so, finde ich, dass die Comedians aufhören sollten damit, so dämliche Witze zu machen. Das Publikum sollte sich das nicht mehr angucken. Das ist viel wichtiger. Ich habe da Dissens, verspüre ich in mir. Ich glaube, dass das Nutzen von Stereotypen, das ist völlig gehört zum Handwerk, genau wie wir der Hammer, Holzhammer, wie das Skalpell. Die Frage ist, was für eine Haltung du Witze machst. Ob du den Leuten zugeneigt bist und das ein Spaß ist, ob ich jetzt zu dir sage, ey, du Arschloch, oder ob ich dir ins Auge gucke und das ernst meine und sage, du bist ein Arschloch. So, ne? Ja, aber das meine ich, genau. Also, das ist keine Frage von ob ein Witz jetzt ein, ich mache gerne Witze über Saarländer, aber auch weil ich weiß, da ist nichts dran. Genauso wie ich Witze mache über Sachsen, weil ich weiß, da ist nichts dran. Und natürlich fühlen sich dann Sachsen getroffen und gerade bei so generalisierenden Witzen, weil sie merken, ja, ein bisschen mehr ist vielleicht doch dran als im Saarland, wo das völlig aus dem Nichts gegriffen ist mit den Ziegenfickern. Und ich finde, hätte ich fast gesagt. Ja. Hätte ich fast gesagt. Ja. Sind sie natürlich nicht. Es wird nicht kein Geschlechtsverkehr mit Nutzvieh, sondern einfach nur gestreichelt, bis alle zum Orgasmus genau. kommen. Ja.
Und ganz ehrlich, und manchmal ist auch so live imitating art. Irgendwann haben die Saarländer angefangen, das selber auch so für sich zu verinnerlichen, dass sie selber geglaubt haben tatsächlich. Ja, Autosuggestion durch Witze. Entschuldigung. Nee, aber ich finde, es ist vor allem wichtig, dass du dich selber mit auch ins Spiel bringst. Ne? Also, dass du selber auch was wagst und auch selber. Ich finde jetzt zum Beispiel die Matze, die wir jetzt in der Sendung hatten, dann den Wessi als Arschloch auch mal so darzustellen und dann sich selber Mut haben, sich dann auch so da reinzuwerfen mit der Sache. Ich finde tatsächlich, du hast recht, ich finde es immer problematisch, wenn du dich ausschließt. Wenn du sagst, ich bin eine geile Type, ich habe solche dicken Eier und guck dir die anderen an oder sowas. Ne? Aber ich finde, wenn du selber auch klar, wenn man mit sich der, selber der gleichen Härte quasi dich selber auch irgendwie verarschen. Ja, also, das ist dann was, wenn du als Westdeutscher quasi, also wenn du, ich finde alle Witze cool, die irgendwie einen eigenen Bezug haben. Ich finde auch andere Witze cool, so ist das nicht. Aber wenn du sagst, ich bin Westdeutsch, jetzt mache ich mal Witze über Westdeutsche, dann ist das sowas wie eine Eigenironie mit dabei. Wenn du jetzt aber jemand aus Dortmund meint, also gar nicht, ich versuche über ostdeutsche Witze zu machen, um irgendwas damit auszudrücken, sondern ich mache nochmal den Ossi-Witz zum 16. Mal, weil ich gesehen habe, er hat 15 Mal funktioniert, dann ist es ein Ausnutzen von Stereotype, das niemandem weiterhilft.